Patronen neu, Crafting neu, alles neu. Hier sind die Top 5 versteckten Neuerungen im Title Update 2.0 von Ghost Recon Breakpoint. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr mir ein Like und ein Abo schenkt. Vielen Dank! Es gibt eine neue Art der Behemoth-Drohnen mit der Bezeichnung Byleth oder Byleth. Sie haben eine gelbe Abdeckung mit Biogefahr-Symbol und schießen Giftgas anstatt Explosivgranaten. Es scheint zufällig zu sein, welche Drohnenart an welchem Standort spawnt. Die Minimap kann jetzt durch einen Kompass ersetzt werden. Ein Video mit allen Infos zum Kompass findet ihr oben rechts unter dem i und in der Videobeschreibung. Bei Benutzung der Drohne oder des Fernglases werden auch ohne HUD Informationen zu NPCs und Kisten angezeigt. Bleiben wir bei den Kisten und Sammelgegenständen. Diese können jetzt auch ohne HUD durch ein auffälliges Schimmern erkannt werden. Das Schimmern auf den Kisten hört auf, wenn ihr den Inhalt der Kiste gesammelt habt. Auf das Crafting, das bisher nur im Biwak verfügbar war, kann jetzt von überall aus zugegriffen werden. Öffne dazu einfach den Loadout-Screen und klickt unten links auf Anfertigen. Der Ping sieht jetzt anders aus und enthält einen Buchstaben, der im Koop anzeigen soll, von wem der Ping stammt. Das ist allerdings momentan leider noch verbuggt und zeigt immer nur ein A an. Das waren die Top 5 Dinge, die im Title Update 2.0.0 von Ghost Recon Breakpoint enthalten sind, aber nicht in den Patch Notes stehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da und abonniert meinen Kanal. Habt ihr noch weitere Änderungen bemerkt, die nicht in den Patch Notes standen? Schreibt's in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.